So, und jetzt wenden wir uns einem einfachen Block zu, der wahrscheinlich auch von den deutschen Pionieren in Amerika erfunden wurde. Und der heißt Churn Dash, das heißt Butterfass. Das ist einfach das Fass, wo die Sahne reinkam, dann gestampft wurde zu Butter. Das soll dann so aussehen. Diesen Block, wenn man den hochkant macht, sieht der auch sehr schön aus. Und wir wollen auch gleichzeitig die Blöcke aufschlüsseln. Ihr fragt euch jetzt, warum? Das ist doch nicht nötig. Die alten Hasen wissen warum. Wenn ihr dann ein Quilt seht, dann guckt ihr, was ist das? Jetzt seht ihr das als Anfänger nicht. Aber ich sehe jetzt 5 Teile, obwohl es gar keine 5 Teile sind. Ich sehe jetzt ein Raster vor Augen. Das ist so 1, 2, 3, 4. Aber wenn ihr das lernt, könnt ihr jedes Quilt entschlüsseln und das nachmachen. Da schreibt ihr euch auf, oh, das gefällt mir. Das sind ja auch einfache Elemente, die zusammengesetzt sind. Aber ich finde, wir sollen ein bisschen bei den alten Traditionen bleiben. In der Schule lernt man ja auch Sachen, wo man nicht weiß, wofür man das braucht. Aber hier in unserer Patchwork-Schule lernen wir nur Sachen, die wir auch brauchen. Zum Beispiel, unser Block sieht eigentlich so aus. Ein Raster 5×5. Das ist die Aufschlüsselung, auch wenn es nicht jetzt so aussieht. Das heißt, hier ist das Mittelquadrat. Das ist noch einfach. Und hier sind ja auch wieder 2 Quadrate. Aneinander genäht. Und hier außen ist wieder die andere Farbe. Die Farbe spielt aber im Grunde keine... Jetzt sehen wir hier, haben wir 4 Dreiecke. Dadurch, dass wir hier 4 Dreiecke haben, haben wir jetzt außen auch wieder 4 Dreiecke. Das hört sich jetzt seltsam an. Also, die Mitte ist aus einem Fünftel. Wir haben einen Block, der ist 10 Inch. Das ist das Einfache bei den Inch. 1, 2, 3, 4, 5. 5 mal 2 Inch haben wir. Um die Nähte brauchen wir uns gar nicht jetzt zu kümmern. Das ist nämlich auch immer so einfach. Da haben wir also einen Teil und da einen Teil. Dann sind hier immer jeweils 4 Teile von diesen. Und die sind unterteilt diagonal. Also, wir haben 4 Blöcke, die so aussehen. Haben einen außergewöhnlichen Block in der Mitte, wie immer. Und haben hier auch wieder das gleiche. Die Abstände, wieder dieselben Kästchen. Ein dunkles und ein helles, ein dunkles und ein helles, ein dunkles und ein helles. Das ist eigentlich schon alles. Wenn ihr mal so einen Block machen wollt, denkt immer dran, die Aufschlüsselung ist 5×5. Wenn ihr auch in Zentimeter das macht, dann könntet ihr jetzt sagen, ich nehme immer 5 cm für ein Kästchen. Dann habe ich hier 10 für die, dann bleiben noch 5 hier übrig, 5 cm. Das ist das Einfache. Wir wollen es aber jetzt noch einfacher machen. Wir wollen die jetzt wieder automatisch nähen. Dazu brauchen wir ein Raster oder können es auch so machen, wie ihr schon gelernt habt. Hier diese könnten wir normal in Streifen abschneiden. Wir können sie aber auch einzeln machen. Aber wir brauchen es auch nicht übertreiben mit dem Fleiß. Dann hat man auch mehr Zeit für anderes. Wir werden uns den Streifen zuwenden. Hier brauchen wir einen Streifen mit einem dunklen und einem hellen. Die Farben könnt ihr ja machen, wie ihr wollt. Dann wollen wir mal anfangen. Die Seite, die ihr abschneiden wollt, erstmal begradigen. Normalerweise brauchen wir jetzt 2,5 Streifen, 2,5 Inch. Ihr könnt immer mal 2,5 nehmen, dann habt ihr euer Zentimetermaß. ¾ Inch breit. Da habe ich dann schon mal einen. Wie üblich, das Dunkle nach oben pressen und so umklappen mit dem Bügeleisen. Üblich.
brauche ich 4 Stück. Jetzt brauchen wir noch ein kleines Viertel. Jetzt habe ich das. Jetzt fehlen mir einfach die 4 noch. Dann bin ich schon fertig. So, jetzt kommt wieder der spaßigere Teil. Hier schnipp, schnapp, schnapp, abschneiden. Ein bisschen stehen lassen außen, nicht viel. Danach 2 Stücke schneiden, ein lila und ein helles, drauflegen. Ich habe mir jetzt schon was weiteres ausgedacht. Ich mache es jetzt so. Oh, ist leer. Mist. Falls ihr so ein Ding habt vom Büro irgendeins, könnt ihr das jetzt hier aneinander tacken. Natürlich in die Stelle, die ihr auch abschneidet. Zum Beispiel hier und vielleicht hier. Oben und unten. Jetzt stand hier, was ich abgeschnitten habe, Anfang. Das sollte ich besser hier drauf schreiben. Genau. Anfang, Ende ist aber egal, welche Seite. Dann näht ihr jetzt auf dem gestrichelten, wendet, näht hier auf dem gestrichelten. So, das Übliche. Erst schneiden wir außen ab am Strich. Das ist nämlich am besten und am einfachsten. Regel, außen zuerst abschneiden. Regel, dann Mitte abschneiden. Regel, dann diagonal, wo die dicke Linie. Regel, Ecken abschneiden, sind eingezeichnet. Hier unten das Kleine jetzt festhalten. Vorsichtig abziehen. Das andere fällt dann schon so ab. Was haben wir? Hierbei brauchen wir nicht oben und unten mit dem Stoff beachten. Och, jetzt habe ich es falsch umgelegt. Aber sieht auch gut aus. Jetzt nähe ich das so zusammen, wie das die seltsamen Superquilter machen. Ich sage nicht, dass ich ein Superquilter bin. Ich habe nur sehr viel gelesen. Hier, die klappen das so um. Und nähen erstmal hier lang, schneiden aber die Fäden dazwischen nicht ab. Ihr könnt euch das überlegen, ob ihr das machen wollt.
Ihr könnt euch ja auch einen Block hier hinlegen, schon von Anfang an. Ihr könnt euch das auf ein Tablett legen. Also, der Block ist jetzt so. Das Helle geht diesmal nach innen. Ich nehme das jetzt so auf einem Lineal oder einem Tablett, lege das neben meine Maschine und fange jetzt hier an. Ich lege das jetzt erstmal auf die Seite. Ich zeige es euch genau und nähe jetzt hier an einem Stück lang Ketten nähen. So, hier bin ich wieder. Ich habe das jetzt so umgeklappt, aneinander genäht und bin jetzt hier. Das habe ich ja dann auf meiner Nähmaschine liegen. Klappt das aus? Und ich kontrolliere auch noch alles. Trotzdem, wenn ich schon einen Block habe, gucke ich so ein bisschen, ja, stimmt noch, lege die hier nebenan. Jetzt klappe ich das so um, wie es aneinander gehört. Kann das jetzt so drehen, wie ich will. Zum Beispiel, jetzt kann ich es so in die Maschine machen. So, und jetzt hängt das alles aneinander. Da denkt ihr, was bringt das? Das bringt das, ihr kommt jetzt ab diesem Zeitpunkt nicht mehr durcheinander. Und ihr könnt das jetzt bügeln. Ich war auch erst ein bisschen verwirrt. Ihr könnt das jetzt so bügeln, dass jetzt meinetwegen die nach... Das legt sich so nach innen, sehe ich gerade. Dass die inneren, das wird jetzt nach innen gebügelt. Und die andere Seite nach, auch nach innen. In diesem Fall. Die Mitte nach außen, also hier die Naht natürlich immer, das wieder nach innen. Mit Dampf geht es am besten. Wir haben ja jetzt kein Paper Piecing. Ich gucke nochmal auf der anderen Seite, wie es aussieht. Das Bügeln ist jetzt nicht so schlimm. Ja, manchmal zieht es sich ja so zusammen. Wenn ich jetzt umklappe und nähen möchte, gucke ich nochmal. Oben und unten, ja, ist richtig. Die nach innen, die nach außen. Ich kann jetzt noch wieder schön bügeln, wenn ich möchte. Das geht jetzt immer noch. Jetzt nähe ich da lang. Hier ist wieder derselbe Fall wie immer. Eine Naht nach links und eine nach rechts. Das Fühlen, auch an der Stelle, wo man auftrifft. Fühlen. Und dann kann man jetzt, das habe ich gehört, das wäre noch besser, immer... Wo ist denn jetzt meine Nadel? Jetzt kann man eine Nadel ganz wenig von diesem, was man da gefühlt hat, einstechen. Sagen wir mal hier, an den Punkt. Und das ebenso an der anderen Seite. Bei dem Nähen passt ihr schön auf, dass ihr auch nicht unten das andere noch aus Versehen mitnäht. Jetzt gucke ich hier die Nähte, ja, ist gut. Und mache dasselbe. Ich gucke jetzt noch, passe jetzt noch besser auf. Das ist, wenn man so steht und macht das. Man sollte es vielleicht hinlegen. Ihr braucht euch ja nicht zu filmen. Dann geht es jetzt gut. Steche es wieder hier rein. Sieht gut aus. Pressen. Aufklappen. Ja, also das sieht besser aus. Also nicht in der Luft rumhampeln, wie ich eben, sondern schön in Ruhe hinlegen. Dann kommt es auch gut aneinander. Ihr wisst ja, die gucken alle da drauf, die schon nähen können. Jetzt habe ich schon 3 Stück und was brauche ich? 4 Stück. Und wir haben den Block entschlüsselt, wie wir den auch immer wieder rekonstruieren könnten. Wenn man weiß, das sind im Grunde 5 Teile. 1, 2, 3, 4, 5. Und die andere Seite natürlich dasselbe. Man kann sich das auch aus Papier machen, in jeder Größe, die man will. Wenn man das weiß, schreibt euch ein bisschen auf. Man weiß ja nie. Ihr könnt euch ein kleines Büchelchen führen. Und was euch dann gefällt, und ein guter Tipp, schreibt euch auf und später könnt ihr dann nachgucken. Wenn man auch ein Erfolgserlebnis hat, wie sowas, wenn man sowas macht,
Da kann man auch mehr Selbstbewusstsein kriegen, als wenn man immer hört, du kannst nichts, du machst nichts oder sowas. Es gibt ja so Leute, die so Eltern haben oder so Männer. Lasst euch gar nicht beirren, macht euer Ding, macht schöne Sachen, was euch gefällt, nehmt Farben, die euch gefallen. Lasst euch gar nicht so reinreden. Wenn man das richtig aus dem vollen Herzen macht und denkt, jetzt mir gefällt aber lila oder mir gefällt nur gelb, dann freut man sich auch nachher mehr. Und was haben die anderen damit zu tun, was du auf dein Bett legst? Give me your heart. Love me until the end of all time. Love me. Even if all the stars fall down, I will love you. Yes, I do, I do. When once a sea will be the desert, I love you, love you. Even if you once leave me, I will love you. Yes, I do, I do. Even if once our world will be gone, I love you, love you. One trace of love remains, I will love you. Yes, I do, I do. Give me your heart. Love me until the end of all time. Love me, love me. Even if all the stars fall down, I will love you. Yes, I do, I do. Love me until